Hallo zusammen und willkommen zu diesem Grundlagenvideo über Komposition. Ich gebe euch hier einen groben Überblick, wie man dieses Gestaltungsmittel bewusst einsetzen kann, beziehungsweise mit welchen Mitteln Künstlerinnen und Künstler ihre Bilder bewusst komponieren, um damit bestimmte Wirkungen hervorzurufen. Für mehr Inhalte zu Bildgestaltung und Bildanalyse, bleibt dran und abonniert meinen Kanal. Los geht's! Komposition meint den Aufbau des Bildes durch die Platzierung bzw. das Arrangieren der Bildgegenstände. Dabei geht es um das Verhältnis der Bildgegenstände zueinander, sowie auch der Bildgegenstände zum Bildgrund, also zur Bildfläche. Der lateinische Begriff componere bedeutet zusammenstellen oder zusammensetzen, also geht es um die Zusammensetzung des Bildes. Eine Komponistin oder ein Komponist ist jemand, der oder die einzelne Teile passend zu einem Stück zusammenstellt. Er oder sie fügt sie in einer bestimmten Ordnung und Harmonie zusammen. Das funktioniert in der Musik, in der Sprache, beim Essen und auch in der bildenden Kunst. Ein Bild komponieren bedeutet, dass man eine bestimmte Bildordnung erschafft. Durch die Anordnung der konkreten Bildgegenstände ergibt sich eine bestimmte Wirkung. Der Satz »Kunst liegt im Auge der Betrachtenden« stimmt also nicht ganz, denn durch die Komposition des Bildes wird der Blick der Betrachtenden gelenkt. Durch die Gestaltungsmittel werden ganz gezielt bestimmte Wirkungen hervorgerufen. Im Begriff Komposition fließen alle Gestaltungsaspekte eines Bildes zusammen. Man kann Farben und Lichttönungen zum Schaffen einer bestimmten Atmosphäre benutzen. Die Gestaltungsmittel Farbe und Licht sowie die Formen und die Perspektive betrachten wir in separaten Videos. In der Komposition geht es darum, wie diese Elemente im Zusammenspiel auf der Bildfläche funktionieren. Wir untersuchen also die Zusammenstellung der Bildgegenstände. Damit können ganz konkrete gegenständliche Dinge wie in diesem Bild gemeint sein. Es kann sich ebenfalls um Linien, Flächen oder Räumlichkeit handeln. Es lassen sich in einem Bild aber auch gedachte Linien oder Flächen ausmachen, also Bereiche, die im Bild nur angedeutet sind, die wir aber beim Betrachten als zusammengehörig wahrnehmen. Die Kompositionselemente sind räumlich auf eine bestimmte Art angeordnet. Dies ruft bei uns bestimmte Wirkungen hervor. Die Art und Weise der Anordnung kann außerdem ein bestimmtes Schema bilden. Durch eine Kompositionsanalyse untersuchen wir genau diese Anordnung. Dabei können einfache und komplexe Ordnungsprinzipien zum Vorschein kommen. Unter Bildgegenstand ist auch eine abstrakte Form zu verstehen, genauso wie mehrere Formen, die in einer ganz bestimmten Größe auf und Relation zu der Bildfläche und zueinander platziert sind. Gerade an abstrakten, ungegenständlichen Bildern lässt sich das Prinzip der Komposition sehr gut veranschaulichen. In diesem Bild gibt es dynamische und aggressive, aber auch ruhige und leise Bereiche, hervorgerufen dadurch, wie Kandinsky hier die Formen komponiert. Mit einfachen, abstrakten Bildgegenständen lassen sich die grundlegenden Kompositionsprinzipien und deren Wirkung sehr gut üben und veranschaulichen. Aber darauf gehe ich dann genauer in einem separaten Video ein. Falls ihr mehr über grundlegende Kompositionsprinzipien und deren Wirkung wissen wollt, dann ladet euch gerne das in der Beschreibung verlinkte Arbeitsblatt herunter oder abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr sofort Bescheid, wenn das neue Video online ist. Bis dann!